Wir stellen immer wieder fest, dass in unseren Jugendlichen sehr viel mehr schlummert, als im schulischen Alltag zutage tritt. Der klassische Unterricht bietet einfach zu wenig Raum und Möglichkeiten, diese Potenziale letztendlich rauszukitzeln. Dabei sollte es eigentlich darum gehen, die individuellen Begabungen, Talente und Interessen der Schüler und Schülerinnen zu entdecken, zu fördern und insbesondere Selbstwertgefühl und Persönlichkeitsentwicklung zu stärken. Vor diesem Hintergrund sind wir 2017 von der BBS 1 auf das NIFTI-Programm gestoßen. NIFTI steht dabei für Network for Teaching Entrepreneurship. Und dieses Programm hat uns wirklich sehr begeistert. Hallo, guten Tag. Wir besuchen die BF2 MD20 zurzeit. Hier machen wir unsere bittere Reife. Als Extrafach haben wir das Fach NIFTI. Unser Projektleiter ist der Herr Tabellion. Wir lernen hier unsere eigenen Entwicklungen vorzustellen und unsere innovativen Ideen zu verwirklichen. Der Josef und der Davide wollen ihre Idee heute vorstellen, die sie zusammen entwickelt haben, innerhalb von 2 Stunden. Und ja, das war's. Hallo, heute stellen wir euch unser Prototyp vor, das Lichtschild, und der Davide wird euch jetzt genau erklären, was das ist. Und zwar, wir haben das Lichtschild gebaut, denn wir finden, dass auf manchen Straßen es noch sehr dunkel ist und man fast nichts erkennen kann. Deswegen haben wir das Schild gebaut, denn wenn es anfängt dunkel zu werden, fängt es an oben zu leuchten, ohne die Autos zu blenden, und reflektieren tut es auch, damit man halt sieht, damit man die Schilder richtig erkennen kann, wo man langfährt und so. Und bei Unfällen oder bei Straßenverkehr fängt das Licht an, in verschiedenen Farben zu leuchten. Zum Beispiel bei Unfällen fängt es an, orange zu blinken, damit Autofahrer wissen, dass sie entweder noch umdrehen können oder dass sie schon gewarnt sind. Das Lichtschild soll in Ampelfabriken hergestellt werden, wo die Ampeln genauso hergestellt werden. Es soll in der Herstellung rund um 200 Euro kosten und soll dann halt, wie gesagt, auf Autobahnen oder auf irgendwelchen Landwegen eingesetzt werden und dort halt beleuchten, die Straßen beleuchten. Ja. Projekte wie diese sind für unsere Schule deshalb so wichtig, weil wir nicht nur den Auftrag haben, fachliche Kompetenzen bei den jungen Menschen aufzubauen, sondern insbesondere auch bei denen mehr Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen zu lassen. Und das Unterrichtsformat NIFTI ist ideal, diese Potenziale bei den jungen Menschen zu erschließen.